Hallo Leute, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr seht. Hier die Lucifer News aus Braunschweig. Mein Thema ist der Tod des Mittelstandes in Braunschweig. Ich habe 2008 schon darauf hingewiesen, dass der Mittelstand kaputt geht, die kleinen Geschäfte kaputt gehen. Man hat bei der Stadtpolitik nichts weiter gemacht. Inzwischen sind die Zeichen nicht mehr zu übersehen. Es sind überall Leerstände in der Stadt, aber auch in den Außenbezirken. Nur Leerstände. Man hat den Mittelstand wirtschaftlich kaputt gemacht, ruiniert. Im Prinzip ist das, was Braunschweig war, von den Geschäften her komplett tot. Ja. Es ist also unglaublich und man bezeichnet mich als Pranger TV und ich würde ja nur Scheiße erzählen und 3 Jahre später, wir haben jetzt 2011, sieht man die Politik, die hier gemacht wird und was das für den Mittelstand bewirkt. Ja. Und das kriegt man nicht hin mit irgendwelchen Mummenschanzveranstaltungen in der Innenstadt, Verkaufsveranstaltungen oder, sondern ganz einfach, indem man die kleinen und mittelständischen Betriebe stützt. Das hat man nicht gemacht. Man hat alle Zeichen ignoriert. Man hat ein Vorhängeschloss gebaut, was die Stadt ruiniert und man will weitere bauen. Die ganzen kleinen Läden sind wirtschaftlich kaputt gemacht, nicht nur durch die hirnlose Baupolitik, die hier betrieben wird. Hier sind teilweise wie an der Wendenstraße, es sieht katastrophal aus. Das gleiche an der Fallersleberstraße, wo die Baustelle ist. Es sind alles so halbfertige Dinger, sie sind nicht gepflegt, der Verkehr kommt nicht durch. Das Schloss nimmt den kompletten Innenstadtbereich weg, es macht das Mangliviertel tot, aber auch sämtliche Außenbezirke sind inzwischen kaputt. Ja, man kann das nicht mehr auf eine Wirtschaftskrise hinziehen, sondern auf hirnlose Politik, die hier betrieben wird. Und es ist eigentlich traurig, was da für Leute im Rathaus sitzen, die alles abnicken und sich noch wussten, sie haben ein schönes Schloss gebaut oder wie auch immer. 26 Millionen sind für Schweinegrippemittel weggegangen, 74 Millionen sind so weggegangen für Baumaßnahmen, um Kreise und Dreiecke an Häuser zu bauen, Freimaurerscheiße zu basteln. Das sind 100 Millionen, die weg sind. Ja. Kopp-Einland hat noch von 245 Millionen insgesamt an Grippemitteln, die vernichtet werden, beschrieben, wo man das Geld der Pharmaindustrie in den Rachen geschoben hat. Wer hier in Braunschweig sich die Taschen aufgehalten hat, möchte ich gar nicht drüber reden. Inzwischen ist Braunschweig, die Innenstadt, wirklich tot. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Aufnahmen, ich habe schon öfters welche gebracht, aber das sind jetzt mal welche, die ich jetzt heute so aufgenommen habe, die also ganz offensichtlich auch auf dem Wohlweg, das heißt am Schloss, schon zu erkennen sind. Aber wie gesagt, geht durch die Innenstadt und macht die Augen auf und ihr werdet sehen, der Tod hat Einzug gehalten in diese Stadt. Ja, hier die Filmaufnahmen dazu. Schließt jetzt hier auch, alles muss raus. Ende September ist hier wohl Schluss am Bohlweg. Dann haben wir hier wieder einen Leerstand. Und ja, das Haus der kleinen Preise gibt es da nicht mehr. Dann gibt es nur noch die teuren Modiche gemacht hier am Bohlweg. Alles verhängt. Das heißt also, der Verlust der kleinen und mittelständischen Betriebe geht weiter. Fahrrad hat also auch zu, inzwischen auch geschlossen. Ist auch zu vermieten. Also es gibt immer mehr Leerstände in dem Hortentunnel, der eigentlich mal Durchgangsverkehr war. Ist natürlich auch öde eingetreten, leere Schaufenster. Hier hat die Stadt Braunschweig mal ein bisschen was reingemacht. Aber der Untergang der Stadt ist also durchaus zu erkennen, überall, auch in den Tunneln oder eben im Innenstadtbereich, bleibt also nicht aus. Die Betriebe bleiben leer, weil man den kleinen und Mittelstand kaputt gemacht hat und weiter kaputt lassen kann. Ist hier also auch, kommt jetzt ein Fischgeschäft rein, da war vorher ein Weinhandel, der ist jetzt auch dicht. Und wir haben hier, das ist vom Bock, das Ding ist auch zu, ist auch leer. Mal sehen, ob hier was rein kann. Aber auch frisch, fröhlich, frei weiter. Und spätestens, wenn das Shopping Center hier eröffnet, dürfte das den Tod der ganzen anderen kleinen mittelständischen Betriebe bedeuten.
Man geht weiter den Weg der neuen Weltordnung, der Globalisierung. Das heißt, große Geschäfte, die Leute eben für 400 Euro beschäftigen, statt den kleinen Mittelstand in der Stadt zu fördern. Und das natürlich dann auch der Tod dieser Innenstadt bzw. der Stadt Braunschweig, wo ich schon 2008 darauf hingewiesen habe. Ja, wie gesagt, ist nicht mehr zu übersehen. Die Innenstadt ist tot. Die mittelständischen Betriebe sind offen. Man freut sich immer, wenn man in eine Stadt geht, wo man einen Laden hat, wo man eingegangen ist, wenn der am nächsten Tag noch da ist. Das geht hier ruckzuck, da sind die Läden leer. Es sind im Rathaus Läden leer, es sind am Bohlweg Läden leer, es ist im City Point, sind oben zwei Etagen leer. Burgpassage hält sich noch ein bisschen, da sind glaube ich ein, zwei Läden leer. Aber ansonsten Poststraße und. Wie gesagt, die Leerstände sind kaum zu übersehen, dass es mit normaler Fluktuation hat das nichts mehr zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man hier eine Stadtpolitik bringt, man den Klein- und Mittelstand nicht hält, man macht verkaufsoffene und Mitternachtshopping. Die Kleinhändler können daran natürlich nicht mithalten. Das ist einmal von der Zeit- und Personalkosten, das heißt die großen Unternehmen können sich das leisten, weil sie eben 400-Euro-Jobber einstellen und Minijobber einstellen. Das Geld fließt natürlich auch nicht in die Stadt, weil die großen Unternehmen haben natürlich auch die Steuerberater, die das also so managen, dass sie keine Steuern zahlen müssen. Und wenn sie Steuern zahlen, steuern sie es nicht in dieser Stadt. Und das ist das Problem. Das heißt, diese Politik, die hier im Rathaus gemacht wird und in der Verwaltung gemacht hat, bringt den Tod dieser Stadt. Ja, und weil sie eben kein Geld mehr haben, plündern sie eben, machen sie Sozialraub, lassen die Leute einsperren und. Ja, das trägt damit zu, die Arbeitslosigkeit, was kommt, ist ganz klar, die Leute fangen an zu saufen, sie haben keine Perspektive mehr, die Jugendlichen haben keine Perspektive mehr, die Stadt verkommt, es gibt mehr Kriminalität, es gibt mehr Drogendelikte und. Das zieht einen Rattenschwanz hinter sich her. Wie gesagt, diese Stadt ist, ja, es ist traurig, dass ich das wieder mit ansehen muss. Das erinnert mich so, als meine Kindheit, als ich Kind war, so in die Nachkriegszeit. Ja. Obwohl, da waren noch die Geschäfte gefüllt. Ja. Da waren die Geschäfte gefüllt, da gab es Bilka, da gab es Hertie. Das heißt, es gab große Unternehmen, die hier Geschäfte hatten, der kleine und Mittelstand blühte richtig auf. Es gab in den Außenortschaften Geschäfte, das kann man alles vergessen, da gibt es gar nichts mehr. Es gibt hier im Innenstadtbereich oder hier bei mir noch so kleine Nähläden, Schneidereien, das ist noch gängig, aber im Großen und Ganzen sind die Leerstände nicht mehr zu übersehen. Also wer sagt, ich lüge, der schwindt. Ja, das lässt sich nicht machen, indem man hier neue Fußwege macht und bla bla bla, sondern indem man hier den Mittelstand stärkt. Und ich verstehe auch hier diese ganze den Einzelhandel für den Innenstadtbereich nicht, dass der da nicht mal massiv gegen macht. Sie kommen jetzt wieder auf eine Idee, beim Moonlight Shopping da ein Schild aufzuhängen bei Kaufhof. Ja, hier fängt das Mangliviertel an. Ja, wer geht da abends rein? Das Mangliviertel ist genauso tot wie der Rest der Stadt. Ja, das Einzige, was man eben noch findet, Leute, die betteln. Ja, Leute, die auf der Straße sitzen, das war noch nie so schlimm in dieser Stadt, geschweige die ganzen Baustellen und. Also es ist eigentlich traurig anzusehen. Ich habe versucht, dagegen zu wirken. Das Einzige, was man mir gemacht hat, Knüppel zwischen die Beine geworfen, mich denunziert. Ja, bis auf das Führerschein und so. Das wollen wir gar nicht reden wir gar nicht drüber. Ja, diese Herrschaften, die sind einfach zu dämlich, in einmal Wasser umzukippen. Und das ist eben das Resultat, ja, einer hirnlosen Politik. Vor allen Dingen, wenn man nur in die eigene Tasche wirtschaftet, statt für diese Stadt irgendwas zu machen. Und wer für diese Stadt irgendwas macht, der wird eben platt gemacht, der wird mundtot gemacht. Ja, und das wird also kommen. Der Tod dieser Stadt ist vorprogrammiert, spätestens wenn das andere Shoppingcenter da kommt. Ist diese Stadt tot, absolut tot.
Wie gesagt, ich bin ja hier in dieser Stadt groß geworden und das ist, ja, das ist nicht nur eine Schande, es ist traurig, was aus dieser Stadt geworden ist. Und wenn man hier durch die Stadt geht, die Leute laufen nur noch mit einer Fresse rum. Ja, es sind also wirklich mal wenige. Ich habe heute gerade eine getroffen, die war wohl eine Touristin. Zwei Damen waren auch gut gekleidet, also nicht gerade unbedingt arm. Aber sie hatten auch ein bisschen Geist, guckten sich diese komische Kugel da an und meinten, ja, die haben sie eingemauert, geht ja gar nicht. Das soll, also der Rest der Leute läuft hier rum und glaubt diese Märchen von dem Löwen, der da an der Wand kratzt und der Kanonenkugel, die in der Wand ist, und erzählen sie ihren Kindern. Und sie denken nicht nach. Und das Gleiche findet man eben im Rathaus. Ja, da braucht man nicht weiter diskutieren. Die ganzen Ortschaften, Außerortschaften, Frankfurter Platz, da kommt alles, die Läden sind zu, die Kioske sind zu, da wird ein Minimal aufgemacht, die Leute fangen an zu saufen, sie haben keine Arbeitsplätze mehr. Und wenn man hier Arbeit schaffen will, dann wird man blockiert, weil sich einige Herren hier die Taschen vollstecken wollen, ja, Ideen klauen wollen oder eben die Leute für umsonst arbeiten lassen wollen. Und diese Politik wird vom Rathaus, aber auch von den Adel mitgetragen. Und auch von den Politikern, die hier sind. Und das muss man einfach mal sagen. Und wenn hier wieder einige Dummschwätzer rumlabern und sagen, das ist nicht so, dann sollen sie durch die Stadt gehen. Ja, sie sollen sich mal die Leute anhören, mal gucken. Es ist einfach tot. Und dann nützt es nichts, die Häuser hier anzupinseln und Dreiecke und Obelisken dran zu machen und Kreise. Ja, und das Geld Pharmaindustrien oder irgend für so einen Schwachsinn auszugehen, während hier der Mittelstand ausgenommen wird, die Leute sterben aus, sie haben kein Geld mehr, sie werden arbeitslos und dann ist Feierabend. Ja, nur weil hier irgendwelche Boutiquen aufmachen wollen, Nobelboutiquen und hier eine Snackbude als Markthalle. Ne, eine vernünftige Markthalle wäre hier drin und statt so ein scheiß Schwimmbad für 26 Millionen zu bauen, hätte man die kleinen Schwimmbäder aufrechterhalten können und das Geld hätte man anders nutzen können. Das würde nämlich Arbeitsplätze bringen. Das Einzige, was dieses Schwimmbad bringt, sind wieder Billiglöhner, die da arbeiten. Ja, geschweige, dass es dann auf einem ehemaligen Arbeitslager ist, ein Spaßbad. Das sagt schon alles. Und wenn der Flughafen gebaut wird, passiert nämlich dann genau das Gleiche. Leute werden entlassen. Ja, ich habe jetzt schon erfahren, dass Leute aus den Zulieferfirmen für VW entlassen worden sind, weil sie darauf spekulieren, dass dieser Flugplatz bald fertig wird und die Arbeitsplätze ins Ausland verlegt werden. Das heißt, die ersten Leute sitzen schon auf der Straße. Und diese Politik wird weitergemacht, sie wird blindlings weitergemacht. Das nennt man Globalisierung oder eben die neue Weltordnung. Und sie ziehen das Ding durch und das ist ein Trauerspiel. Mehr kann man hierzu nicht mehr sagen. Ich kann hier eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Ja, und wenn die Gerichte, wenn man hier Strafanzeigen stellt oder man hier was berichtet, dann wird man hier auch noch angegangen. Es ist also unglaublich. Ich kann mir eigentlich nur noch lachen und durch die Stadt gehen und lachen und mir das angucken. Und die Leute, die sich beteiligt haben, die werden sich irgendwann umgucken, wenn das System hier zusammenbricht. Die Stadt ist schon tot. Ja. Dann werden sich die Leute fragen, hätte ich mal. Ich habe ja von nichts gewusst. Ja. Ja, Lucifer Production hat berichtet, aber ihr habt von nichts von ihr gewusst, aber ihr habt mich attackiert und ihr habt gesagt, das wäre alles Blödsinn, was ich bringe. Das wird der Erfolg sein und diese Stadt ist wirtschaftlich am Ende und sie ist tot. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Das sieht jeder Blinde mit dem Krückstock, der hier durchgeht. Ja? Dann nützt es nicht, irgendwelche Shoppingcenter zu bauen. Das wird dieser Tod dieser Stadt sein. Andere konnten noch dagegen arbeiten. Deswegen wollten sie Herrn Hoffmann ja auch nicht als Bürgermeister, weil sie genau gewusst haben, was dabei rauskommt. Und jetzt kriegen die Braunschweiger das, was sie verdient haben. Das heißt, dieses Innenstadtding ist tot. Und es wird kommen, ob er wollte oder nicht. So, das war vom Tod des Mittelstandes hier in Braunschweig. Die Lucifer Productions, wie gesagt, geht durch die Stadt, guckt es euch selber an, macht euch euer eigenes Bild. So, soweit, so gut. Ich wünsche allen einen schönen Tag, einen schönen, ja, schöne Woche und bleibt schön sauber, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao.